Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es das erste Foot Champions Video aus der ersten FIFA 19 Weekend League. Wenn ihr Bock habt, haue ich euch dazu gerne noch weitere Videos raus, denn ich habe diese Weekend League wirklich gegen krasse E-Sportler gespielt. Ich habe noch gegen weiteren E-Sportler gespielt. Wenn ihr es auch noch sehen wollt, Leute, dann lasst mal ein Like da und haut Hashtag Foot Champions in die Kommentare. Dann werde ich euch das gerne auch noch hochladen in den nächsten Tagen. Aber ja, kommt natürlich drauf an, wie ihr das Video hier findet und wie das Ganze bei euch ankommt. Heute haben wir gegen Shells gespielt. Kennt ihr vielleicht, Top 100 E-Sportler, 29-1 dieses Wochenende geholt. Und spielt beim Team Unilad von Huge Gorilla. War schon bei allen großen Turnieren dabei. Also absolut kranker Gegner, kranker E-Sportler. Schreibt mal gerne eure Tipps jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Mal schauen, ob ihr denkt, dass ich eine Chance habe gegen ihn. Ich kann euch sagen, es war ein richtig geiles Spiel. Mehr will ich dazu nicht sagen. Eure Tipps zum Ergebnis jetzt in die Kommentare. 2-1, 3-1, 4-1, 4-3, was auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich streame außerdem ab sofort die Weekend League immer auf meinem Twitch-Kanal. Am Wochenende natürlich. Und unter der Woche von Montag bis Freitag streame ich eigentlich auch immer abends so von 17 bis 20, 21 Uhr FIFA auf meinem Twitch-Kanal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Also kommt gerne täglich vorbei. Auch natürlich heute wieder ab 17 Uhr FIFA-Livestream, Leute. Also gerne vorbeikommen. Vorher 13 bis 17 Uhr so Fortnite. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr auch vorbeikommen. Link zum Twitch-Kanal unten in der Beschreibung, Leute. Und ja, wir starten jetzt gleich sofort. Checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus. Für die Camo-Sachen, ihr wisst es, gibt es in Grau, in Blau, in Rot, in Grün als T-Shirt und als Pullover in allen vier Farben. Natürlich wie immer gratis. Autogrammkarte von mir unterschrieben zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert die blaue Camouflage Nice-Taste. Auch noch gratis zu jeder Bestellung dazu. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es wirklich sein Team war, weil er hatte keine Icon drin. Aber ich habe dann auf seinem Twitter-Account geguckt und das war sein Team. Und ja, das war er dann auch wirklich. Ich war mir am Anfang nicht sicher, aber es war er. Und ja, wir starten ins Video, Leute. Lasst euch überraschen. Ab geht's. Wir müssen jetzt jedes Game gewinnen, Leute. Dann sind wir sogar noch Elite 1. Ey. Boah. Ich sag, ich will nicht swingen. Shells. Nee, Digga, der ist auch E-Sport, ne? Shells Unilab. Der ist auch E-Sport, oder? Ist das ein Team, Digga? Ich weiß nicht, ob das real ist. Shells, Digga, der ist auch E-Sport, oder nicht? Na, das ist Shells Uniläden. Oh, das ist der doch, oder? Was ist denn los, ey? Ich krieg ja nur E-Sport als Gegner. Ist er das? Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich auch nur so genannt. Keine Ahnung, vielleicht ist das nicht der Richtige. Aber Shells ist doch ein E-Sport eigentlich. Ich meine, ich hätte den Namen schon gehört. Ja, weil er wieder fünfmal in den Ball kommt. Ich sag mal, warum spielt der Mares? Deswegen. Das war doch ein Foul. Komm. Das war richtig gut, Mann. Nice. Thank you.
Ja, richtig gut, Mann. Ich weiß nicht, ob das der ist, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Das war aber schon vorher, muss der rein. Der muss vorher schon rein. Voltix oder was auch immer. Was geht ab, Mann? Wie kann man den nicht machen? Jetzt mal ernsthaft. Ein Glück gehabt danach, aber er muss vorher rein. Dass Shells der E-Sportler ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ob der so einen Fehler macht, ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, der hat sich einfach nur so genannt. Ich glaube, so ein Fehler? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er so einen Fehler macht. Warum bin ich so dumm, Alter? Mann, Digga, warum bin ich so dumm? Mann, dieser Ronaldo-Leihspieler, ey, da krieg ich die Krise, aber selber schuld. Komm! Was? Was? Courtois, Digga! Der jumpt dahin, Alter. Der nimmt ihn im Stehen quasi auf den Ball. Nein, Mann, das ist der schlechteste Pass, den du jemals in deinem Leben gespielt hast, ey. No,
Digga, ich bin so scheiße gerade, Mann. Mann, Alter, den kann ich doch nochmal annehmen. Ich hätte die Entscheidung längst machen können. Ich muss ihn annehmen. Ich kann es. Ich bin so schlecht. Das ist nicht mehr unfassbar. Das ist doch unfassbar. Nicht mehr fassbar. So. Ey. Das ist echt nicht mehr fassbar, Mann. Warum nehme ich den nicht an, ey? Das war nichts, doch, natürlich war das was. Ich kann einfach 10-mal die Entscheidung machen, ich mach sie nicht, ey, boah. Selber schuld. Junge, ich konnte einfach 5-mal die Entscheidung machen. Mann, Digga. Ich konnte 5-mal die Entscheidung machen. Es ist so bitter. Es ist so bitter, Mann. Ich verstehe. Der jetzt irgendwie einen Pack. Ich hatte es selbst auf dem Fuß, Mann. Ich hätte so oft die Entscheidung machen können. Das ist nicht mehr normal. Das war's von dem Video, Leute. Wir haben leider 4-3 verloren, da muss ich sagen. Es war ein bisschen dumm gespielt. Wir hätten es echt klar machen können. Wir hatten echt einige Male die Chance, das ganze Ding durchzubringen, aber naja, selber schuld gewesen am Ende und dann verliert man sowas natürlich. Und ja, danach war dann auch Elite 1, 27 Siege für mich gegessen, muss man ja leider dazu sagen. Aber naja, kann man nichts machen, was soll's, war trotzdem ein geiles Spiel, hat Bock gemacht und war auf jeden Fall ein gutes Training, mal ganz ehrlich. Deswegen, es war schon verdammt starker Gegner, Leute. Lasst ein Like da, wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere von Champions Videos sehen wollt. Ich bin gespannt und ja, könnt ihr jetzt mal gerne meinen Shop auschecken, wie immer, für die Camo-Sachen in Grau, in Blau, in Rot und in Grün. In allen 4 Farben als T-Shirt und als Pullover erhältlich und natürlich noch vieles mehr. Link ist wie immer oben in der Beschreibung als erstes verlinkt. Gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben, gibt es auch wie immer zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert gibt es noch die blaue Camouflage Nice-Tasse gratis dazu. Also gerne abchecken. Danke für euren Support. Wir sehen uns heute Abend wieder oder morgen oder was auch immer. Macht's gut und ciao.